Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme und neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Oh yeah. Yeah, Connors meisterhafte Montur haben wir bekommen. Ich werde mal den Typen dort hinten helfen. Niemals! Snitch! Niemals! En garde! Da! Das hier ist einfach, dass die so. Dass man die gar nicht sehen kann. Mann! Switch! Und dann kommt ihr irgendwo da aus dem Hintergrund. Und dann wird davon erwartet, dass man die auch noch abblocken kann. Egal. Oh, hier geht's. Da geht's nicht lang. Ich werde mir erstmal das Gebäude da kaufen, weil das schön Money zusätzlich gibt. Und das brauchen wir natürlich am meisten. Überhaupt nicht mehr. Renovieren wir erstmal. Und dann haben wir auch wieder ein paar Quests, die wir da machen können. Ich denke, wir machen noch gleich mal eine. In diesem Gebiet machen wir eine Morduntersuchung. Und wir haben wieder so eine super rote, mega ultra schwere Mission. Aber schaffen wir. Lalalala. Läuft bei ihm. Lalala. Hier sind wieder nur diese Typen. Willst du online gehen? Nein. Oh. Schwierigkeit 1. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ja, okay. Machen wir mal. So. Ihr hattet genug Zeit, es durchzulösen. Ist ja wunderbar. Ist ja gleich ein Fenster offen. Oh, jetzt habe ich mich gespoilert. Da jetzt da noch eine Mission, die nur 700 Gold gibt. Liefere. Nein, nicht hochlaufen. Wo rennt der denn hin? Na, wie gut, dass ich in die gleiche Richtung muss. Klatscht euch einfach beide um. Eigentlich dürfen sie nicht auf mich schießen, weil sie halt irgendjemand anderen treffen. So ungefähr. Boah, wie weit ist der denn weg? Wow! Kurz mal innehalten. Da geht's weiter. Na, geht er. Ja. Ach so. Hier geht es weiter. Noch 150 Meter. Naja, fast. Fast. Jetzt aber. Noch 150. Yeah! Ich hab's einfach drauf. Ich habe auch offscreen auch schon ein paar Truhen geholt, damit wir uns nicht so stark aufhalten. Aber die goldene und die blaue, die habe ich natürlich übrig gelassen. Weil in der blauen kann verdammt geil Geld sein und so. Und hoppla. Und in der goldenen kann ja alles Mögliche drin sein. Okay, die ist im Haus. Genauso wie der Spacko, den wir umbringen müssen. Hier ist natürlich kein Fenster offen. Jedoch. Danke sehr. Hier ist auch nichts. Alter, dass er auch jedes Mal auf jeden Scheiß draufspringen muss, ey. Jaralane. So, das sieht richtig aus. Komm raus, damit ich dich sehen kann, Horizont.
verstehe nicht. Snitch! Sledge. Mach den müde. So ungefähr. Bam. Oh, wow, 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 wow. Oh mein Gott. Oh, 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 shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, hier, hier sind sogar noch zwei. Lol. Oh, Alter, hör auf! Geh weg! Snitch! Diese Schützen gehen mir echt auf den Sack. Und diese Leute, die hier andauernd reinkommen, die meinen, etwas reißen zu müssen, gehen mir noch mehr auf den Sack. Und geben von Noobs. Oh, scheiße, ich habe kaum noch Medizin. Du hast doch bestimmt welche dabei. Wieso hat der denn eine Schleife dabei? Weiß er ja nicht, was dich gehört? Anscheinend nicht. Ja, die Schützen, die interessieren sich nicht mehr für mich, wie es scheint. Wie aus dem Gebiet fliehen. Den habe ich doch jetzt nicht schon umgebracht. Lol. Ja, genau. Was denn? Ah, und das andere. Moment. Moment. Ich lasse mich doch nicht von denen hier blöd anschießen und dann klaue ich nicht mal ihm was. Hui. Geht doch. Netter Typ. Genauso wie der hier. Dreht sich sogar extra um, damit ich ihn killen kann. Einfach nur nett. Hier gibt es doch nicht mal irgendwo eine Stelle, wo man reinkommen könnte. Dass die Truhe vielleicht irgendwie auf dem Dach ist oder so. Na. Das wäre ja noch eine Möglichkeit. Oder die ist einfach hier. Ja. Das ist auch eine Truhe, die ich nicht aufgedeckt hatte, also die wir jetzt zusätzlich gefunden hatten. Denn die einzigste Truhe, die ich noch offen gelassen hatte von den Weißen, war... Kann ich euch ja gerne mal zeigen. Ah, ja klar, deswegen konnten wir das auch nicht sehen, ne? Nee, ich habe noch nicht mal eine Weiße übrig gelassen, das war die Blaue, die ich... Das war nämlich die ich hier so dachte und so. Hier ist noch etwas, was wir uns holen können. Da wäre dann der Mord, die Morduntersuchung. Das ist die Mission, die ich meinte. Und das hier auch. Und die Missionen, die sind wahrscheinlich so schwer, weil die nicht für alleine gedacht sind. Wahrscheinlich. Ach ja, und das hier ist gerade noch zusätzlich freigeschaltet worden. So. Ich überlege gerade. Damit wir so ein bisschen Abwechslung haben, hole ich mir jetzt erstes das und dann machen wir das. Verzeihung. Dann machen wir das. Dann wieder das. Dann das. Wieder das. Dann das. Dann gehen wir hier hin, holen uns die beiden Sachen und dann machen wir die Hauptmission. Oh ja, das hört sich nach dem Plan an. Der nur schief gehen kann. Oh Gott, und jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Yeah. Wir haben so viel Geld wiederbekommen. Es hat sich total gelohnt. Ein Job. Den nutze ich doch mal aus, um wieder Medizin hochzubekommen. Nein. Ah, hier. Na du? Verbrauchsgegenstände. Nein, nein, nein. Nein. Nein? Ja. Dann gucke ich mal gleich, ob wir auch Berserkerpfeile und so voll haben. Ja, haben alles voll. Schön. Ausrüstung. Ausstattung.
Monturen. Können wir uns ja gleich mal hier die Montur angucken. Ne, die hier hatten wir schon. Und die haben wir jetzt noch dazu bekommen. Ja, nicht so. Nicht so der Bringer. Unsere sieht cooler aus, um einiges. Hoppla. Geht weg! Ah ne, da ist halt die Mission. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Hoppala. Andele, andele. Oh, wir sind ja schon unter 200. Nice. Oh, und wir sind immer noch innerhalb einer Folge. Wir haben innerhalb einer Folge eine Sache geschafft. Nice. Eigentlich haben wir sogar mehr als eine Sache geschafft. Kletter doch einfach hoch. Alter. Ich muss aber auch einfach alles besteigen. Ne? Lalalala. Ich versuche eigentlich nur wieder auf den Boden zu kommen, aber irgendwie will er das nicht. So, jetzt gehe ich hier aber runter. Oh, nice, wir sind da. Und da ist auch das Ding, das ich mir holen wollte. Und da ist die Mission. So, das Ding habe ich schon mal. Boah, 7 Stück. Das ist nice. Wir fangen jetzt schon mal an. Weil wir sind ja erst bei 12 Minuten. Ungefähr. Können wir uns auf jeden Fall die Vorschau noch angucken. .1793. Quartier vor irgendwelchen Typen. Dorto hatte recht. Lasst alles liegen. Geht hier auf Reisen? François Henriot, der Kubiner, ein politischer Kammerjäger. Die Girondisten verurteilten das Blutbad, das Robespierre in Paris angerichtet hat. Wir Girondisten glauben, dass dieses Gremium keine Todesurteile aussprechen sollte. Robespierre war kein Freund anderer Meinung. Er erließ einen Haftbefehl gegen sämtliche Girondisten. Mein alter Freund, du bist verrückt! Du kannst diesen Schlechter nicht auf Abgeordnete der Versammlung hetzen. Steh auf! Georges Danton riskierte viel, indem er Robespierre angriff. Meine Brüder in der Versammlung werden sich gegen dich wenden. Das wird ihnen schwerfallen ohne Köpfe. Los, ergreift die anderen Verräter! Helft den Girondisten zu fliehen. Die Girondisten müssen zur Flucht bereit sein. Warnt so viele ihr könnt, dass Henriot auf dem Weg ist. Machen wir. Aber davor. Ich fand gerade, dass die Musik war ein bisschen zu laut und die Sprache ein bisschen zu leise. Ich mach's einfach mal andersrum. Boah, wie ich Zeitmission hasse. Aber ich brauche nur mit zwei sprechen. Ich habe einfach nur mehr jetzt zur Auswahl, wie es scheint. Oh, 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 nee, 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 wieder runter, geh runter, geh runter. Oh, scheiße. War ja klar. War klar. Zack, weg damit. Zack, und weg damit. So, irgendwo hier ist jetzt der Typi. Gewollt, hätte ich keinen besseren gefunden. Mann! Was man hier erklärt. Du hast dieses Gebiet zu sichern. Und zwar mit deinem jämmerlichen Leben. Oh mein hast Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war doch Schwierigkeit 4, nicht 5. Da kamen da gleich 5 Leute. Okay, um den Ladebalken zu überspringen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.